What? Alles, was ich gebaut habe, ist einfach gone? Es ist einfach alles zerrieft, Leute. Server lief jetzt, glaube ich, lasst mich nicht lügen, für mehrere Tage straight ohne Whitelist. Und ich würde sagen, wir gucken uns jetzt mal ganz kurz an, was hier passiert ist, Leute. Ich sehe hier Inseln. Ich sehe hier eine Insel. Ich sehe eine Menge Inseln hier, die neu entstanden sind. Die waren das letzte Mal schon da. What? Alles, was ich gebaut habe, ist einfach gone? Oh mein Gott. Lull. Holy. Es ist einfach alles zergrieft, Leute. Ey, das ist insane. Insane. Yo, what the... Tobis Haus ist komplett gone? Alter, what? Okay, Leute. Ich glaube, hier war einfach komplette Destruction am Start. Richtig. Hier ist ja wirklich alles. Ich muss mal ganz was essen hier. Hier oben auf jeden Fall der Spawn. Leute, Alter. XD Linus. Er ist hier unten in der Base unter Tage. Die haben wir uns ja schon mal angeguckt. Okay, Leute, es ist echt insane, was hier alles kaputt gegangen ist. Also, es ist ja wirklich, da steht ja kein Stein mehr auf dem anderen. Jules, schauen wir mal bei Team Fesh vorbei. Okay, bei Team Fesh. Alter, scheint sehr gut zu laufen hier. Das hier ist der Blockbomber, falls Revi kommt, setz dich. Hä? Okay, ich weiß nicht. Hier wohnt Redstone Pro. Trauriges Zimmer, Alter, er ist so richtig eingesperrt. Okay, Team Fesh hat auf jeden Fall hier eine eigene Base, Leute. Also, scheint Leute zu geben... Oh. Okay, we don't talk about that one. Scheint die Leute zu geben, die auf jeden Fall... Er hat ein eigenes... Er hat mehrere Lamas. Nice one. Die tatsächlich trotzdem irgendwie es hinbekommen haben... Ich auf den Table wurde draufgekotzt. Ich weiß ja nicht. Die es trotzdem hinbekommen haben, irgendwie... Toms Hochzeitkleid. Ich habe keine Ahnung, was hier abgeht. Aber die haben es auf jeden Fall hinbekommen, die Jungs, sich hier eine vernünftige Base zu bauen. Hier ist eine Kapelle, sehe ich gerade. Hier ist die Fesh-Halle. Okay, ist die Halle des Fashions. Finde ich sehr gut, ist wichtig. Hier ist ein Lama, Jungs. Ich weiß wirklich nicht. Keine Ahnung, Alter. Also... Interessant auf jeden Fall, Mann. Interessant. Okay, schauen wir es weiter um. Halten wir fest, es ist alles gegrieft worden. Okay. Luan Maisi, Alter. Was hast du denn gemacht? Perfekt. Das war's an der Stelle auch schon komplett. Hüttrick. Du stehst hier auf gegrieftem Gamers Time Ground, glaube ich, ist das. Müsste das sein? Ja, es ist Gamers Times ehemalige Burg. Okay. Dena Cube, okay. Gucken wir mal ganz kurz. Lull. What? What? Hä? Okay, Zinus Base ist immer noch nicht großartig gegrieft worden, tatsächlich. Das hier muss ich nicht verstehen. Early Boys Base hingegen komplett zerstört. Also man sieht auf jeden Fall, wer bei der Community ein gutes Ansehen genießt und wer ein schlechtes. Early Boy auf jeden Fall schon mal an der Stelle nicht. Dena Cube, Alter. Holy shit, Mann. Nice work, Homeboy. Nice fucking work. Also for real. Ziemlich nice. Sogar mit Interior und sowas. Hat keiner kaputt gemacht. TV hier vorne und alles, Alter. Hä, ist ja mal ultra geil. Verteidigung wieder aufgebaut von Dena Cube. Mega schön. Oh, was machst du hier? Hast du jetzt gerade den umgebracht oder wie? Mega geiles Haus, Alter. Also es gibt scheinbar doch Leute, die es dann irgendwie hingekommen haben, etwas Anständiges zu bauen in dem ganzen Chaos. Interessant, okay. Was haben wir hier vorne? Das ist, glaube ich, auch neu. Hier ist nämlich auch eine Base entstanden, die actually, glaube ich, mal ganz gut aussah. Mittlerweile wahrscheinlich nicht mehr. Ey, hier muss so viel gegrieft worden sein, Mann. Ich kann mich so, glaube ich, sogar daran erinnern, dass hier einer eine Base gebaut hat, tatsächlich. Komm her, wir haben eine Hochzeit, okay, Razer. Habe ich jetzt eigentlich nicht so Bock drauf, aber okay. War ihr schon wieder hier. Ey, Jungs, ich bin ehrlich, also ich möchte die Hochzeit eigentlich jetzt nicht unbedingt machen. Auch mit ansehen müssen, dass, muss einfach, also... Muss los, Bruder. Muss wirklich nicht sein. Bobbyard, okay, wo bist du, mein Homie? Oh, oh! Oh, damn! Oh, damn, Alter, so eine richtig geile Underground-Base hier, richtig schön. Haus von Bobbyard. Fast von... Das ist sehr, sehr geil. Sieht ziemlich fett aus, muss ich ehrlich sagen. Finde ich cool. Cooles Design, Mann. Hier mit Seegurken und so, sieht aus wie so ein paar Kerzen. Insane, cool. Was haben wir in den Kisten drin? Ja, ein bisschen Stuff, ein bisschen Loot. Alter, dann geht's hier weiter. Team TB Meloni, okay. Hier unten ist auch nochmal... Ach, das sind die Leichen. Ah, okay, okay. Das ist quasi alles eins hier. Ach so, ich sehe schon, okay. Paul und Resi haben sich auch was Nettes aufgebaut. Ganz entspannt eigentlich. Zum Schmelzen, zum Kohle machen, okay. So, automatischer Ofen ist auch am Start. Dann hat's hier eine Kelp-Farm für Nahrung. Ich glaube, Kelp ist somit das Sinnvollste für Nahrungsmittel. Das hier ist scheinbar ein Obsidian... Generator, ich weiß nicht, eine Lampe einfach, keine Ahnung. Aber auch auf jeden Fall echt schön, dieses alles mit Obsidian ausgekleidet. Gehen wir mal zu Gaming, Adri. Okay, der Homie hat sich hier direkt eine wunderschöne kleine Burg gebaut. Extrem nice, extrem stark. Finde ich cool, gefällt mir sehr gut. Gefällt mir sehr, sehr, sehr gut, Leute. Letztendlich, Leute, wenn wir es zusammenfassen, es ist einfach wirklich alles kaputt gemacht worden. Ich meine, Leute, schaut euch mal bitte die ganze Base hier an. Also schaut euch mal komplett Craft Attack hier an. Also es ist wirklich ja alles komplett zergrieft. Ich meine, schaut euch das mal bitte an hier. Es steht ja wirklich gar nichts mehr, Mann. Es steht ja gar nichts mehr, Leute. Es ist ja anders belastend, Mann. Also hier ist ja wirklich alles kaputt gemacht worden. Und es gibt ja, glaube ich, wenig Leute, die irgendwas Vernünftiges aufgebaut haben. Aber wir schauen trotzdem mal weiter. Vielleicht finden wir hier noch das eine oder andere.
Ich lasse den Server einfach noch ein bisschen länger laufen, Leute. Ganz ehrlich. Und ich... Machen wir sowas. World Border. At. Mach mal. Ey, 150 Blöcke, Leute. 150 Blöcke World Border neu hinzu. So, let's go. Guck mal hier. Deutlich mehr Platz jetzt. Deutlich mehr zum Farmen. Deutlich mehr zum Minen. Gönnt euch rein. Hier ist nämlich noch alles unberührt. In Sparks Haus zum Beispiel. Just saying, Leute. Ist mittlerweile auch... Hier, Leute, alles kaputt. Guckt euch mal an. Es ist wirklich alles zergrieft, Mann. Ich würde sagen, Chat, wir schauen morgen Abend nochmal, beziehungsweise morgen Mittag nochmal rein und guck mal, was die Erweiterung der Border für einen Einfluss hatte, beziehungsweise inwiefern sich das halt bemerkbar gemacht. Also bei Dena Cube mal gucken. Der war doch hier irgendwo in der Ecke bei Spark. Ach so, Sparks Haus wird hier gerade schon auseinandergenommen. Ich sehe schon. Über Leute hier in Sparks Haus, die hier irgendwie alles auseinandergriefen. Ist natürlich krass. Also das Haus ist gerade so drin. Hier gibt es den KFC, ist dieser ganze Markt von Spark und das wird natürlich jetzt alles... Ja, perfekt. Die Bäume sind schon angezündet worden. An der Stelle dann noch schade drum. Der Bahnhof ist damit auch RIP. Auch hier die Pilzfarm, meine Freunde. Also sinnig wäre es ja, wenn ihr das alles stehen lassen würdet. Vielleicht macht ihr es einfach kaputt. Wisst ihr, was ich meine? Okay. Vielleicht macht ihr es einfach weiterhin kaputt. Leute, ich würde sagen, wir schauen morgen nochmal ganz kurz rein und dann gucken wir mal, wie sich das hier entwickelt hat. So viel auf jeden Fall dazu, was passiert, wenn man so vielen Spielern für eine Woche lang komplette Anarchie auf einer bereits bebauten Map gibt. Interessant auf jeden Fall. So, 24 Stunden sind rum, Leute. Wir schauen nochmal ganz kurz auf dem Event-Server vorbei. Und bei Spark hat sich nicht allzu viel geändert. Also hier ist nicht... Eigentlich ist hier gar nichts gegrieft worden, wa? Da steht alles sogar noch. Das Schiff hier ist noch heile. Xanders ganze Base ist unter Wasser gesetzt worden. Hier hat jemand eine Sandwurst reingelegt, okay. Don't ask me why. Das hier ist, glaube ich, auch nicht richtig. Das hat jemand hier kaputt gemacht, das Atomkraftwerk. Sparks Villa ist ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen worden. Irgendwie habt ihr immer die Angewohnheit, überall die Fenster... Ah ja. Perfekt, er hat hier einfach gerade mal reingehackt. Super, irre. Der Leuchtturm steht auf jeden Fall noch, also eigentlich hat sich gar nicht so viel geändert. Also das alles, was gestern noch dazugekommen ist, ist quasi noch heile. Hier oben das Haus ist auch heile. Ist das nicht sogar das von... Von wem ist das nochmal? Ah ne, das hat ein User gebaut. Ah, okay, crazy. Das ist neu. Ne, da ist es nicht. Das ist das mit dem Pool hinten, ne? Wenn ich mich nicht irre. Ja, ja, genau. Das ist das, was vorher an der Grenze war von Dena Cube. Immer noch ein sehr, sehr, sehr schönes Haus, Alter. Okay, schauen wir mal ganz kurz, was Lübeck hat, Alter. Was hast du denn hier, mein teuerster? Hier wohnt Raflo. Okay, ihr habt euch hier auch eine Base gebaut, sehe ich gerade. Schönes Ding. Schönes Ding, schönes Ding. Gefällt mir. Gefällt mir, gefällt mir, gefällt mir. Sinus Haus ist dann leider doch nicht fertig. Ich fände es geil, wenn Sinus Haus fertig gebaut worden wäre, Leute. Muss ich ehrlich sagen. Das wäre eigentlich ganz cool, wenn man Sinus Haus fertig bekommen hätte. Leider Gottes ist das nicht passiert. XD Linus, was hast du denn gemacht? Schauen wir mal ganz kurz. Also ich sehe auf jeden Fall, ihr habt... Was haben wir hier? Neuer Brauvorgang. Achso, das ist die automatische Braumaschine bei Spark. Okay, nice one. So, was haben wir denn noch? Was haben wir denn noch? Also eigentlich hat sich nicht viel geändert. Ich sehe hier überall kleinere Outposts, die entstanden sind. Ich weiß aber nicht, hier stand doch vorher sogar was, oder? All in all, Alter. Der gute alte Wieland. Der ist in der Kathedrale, Leute. Pater Wieland, dem geht's gut, Mann. Ganz wichtig. So, wir haben auf jeden Fall hier Early Boss House, wie gesagt, komplett zergrieft. Das ist so all in all, wenn ich das kurz zusammenfassen darf. Eigentlich habt ihr nur tatsächlich alles kaputt gemacht und Sachen gegrieft und nichts wirklich aufgebaut. Ich finde es dann am besten halt, dass bei mir einfach das komplette Haus abgebaut worden ist. Immer nochmal Beweis, Tontrompete hier. Es gibt ein paar Leute, die auf jeden Fall sehr, sehr, sehr aktiv gewesen sind, sich hier eine Underground Base aufgebaut haben, die aber mittlerweile auch schon gegrieft worden ist. Ihr habt hier eben im Video quasi gehabt, Leute, hier wird gehackt des Todes. Bei den Jungs waren wir gestern schon. G-Times Aquarium steht noch soweit, das ist hier. Aber was haben wir hier nochmal? Oh, das ist, glaube ich, von Klim, wenn ich mich nicht irre. Das, wo der alle Donos und Subs und sowas aufgeschrieben hat. Das ist natürlich auch bitter traurig, dass hier alles gegrieft worden ist, ne? Aber ich dachte eigentlich, dass ihr irgendwie aus dem Ganzen etwas Besseres macht. Aber scheinbar habt ihr mich mal wieder belehrt. Ihr macht einfach nur alles kaputt. Genau. Am witzigsten und am wichtigsten finde ich eigentlich, dass Early Boss Stator kaputt gegangen ist, bin ich ganz ehrlich. Wir grinden mal ganz was hier runter. Alter, Joe Craft Space. Alles kaputt. Alles kaputt, Mann. Shit, wirklich. Ich finde es halt so insane, dass mein Haus komplett gone ist. Okay, das hier ist aber neu, oder? Das hier ist... ist das von einem User gebaut? Oder ist das Craft Attack? Ne, das ist Craft Attack. Von wem ist denn das nochmal? War hier noch keiner in den Kisten dran? Wahrscheinlich doch schon, oder? Stadtrot ist das. Naja, stimmt, das ist Stadtrot. Ja, ich erinnere mich, Leute. Das ist Stadtrot mit Gomme und so. Ja, 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 stimmt. Komplett. Ja, okay, da war schon jemand, hat auf jeden Fall gegrieft. Ich weiß halt wirklich, ich habe keine Ahnung, was hier abgeht, ne? Ich weiß halt echt nicht, was hier passiert ist, aber es ist auf jeden Fall extrem trippy. Wer hat hier oben nochmal gewohnt? Hier war doch auch das Haus von einem der Teilnehmer, ne, wenn ich mich nicht irre. Das ist auf jeden Fall nicht User gebaut. Also, eigentlich habt ihr nur Scheiße gebaut. Ihr habt eigentlich nur Scheiße gebaut, Leute. Angeschaut hingegen hat sich, dass ich eine Base gebaut. Und zwar eine richtig schöne, Alter. Oh, Alter, nice one. Das sieht ganz gut aus, actually. Da kann man den einen oder anderen Einrichtungstipp auf jeden Fall mitnehmen. Hier eine schöne Standtour und so. Bei dem ihr Bruder läuft. Der hat hier ein Waschbecken, nehme ich an, eine Toilette, eine Küche. Das ist stark. Der Boy hat was automatischer Zuckerraum von ihm angeschaut. Okay, nice one.
Das ist hier unten mit diesem, mit dem Bootbug, genau. Ja, ja, kenne ich. Stark, aber stark. Er hat auf jeden Fall eine Menge Effort reingesteckt. Dafür gibt es auf jeden Fall eine Blaze Rod, Bro. Hier, bitteschön. Gönn dir rein, Alter. Ab dafür an der Stelle. Starkes Ding, ich will gar nicht leaken, wo das Ding ist. Deshalb fliege ich mal weiter weg, sonst wird es auch wieder gegrieft, Leute. An sich auf jeden Fall echt solide, Mann. Echt solide. Das ist auf jeden Fall auch von Craft Attack, Leute. Ah nein, das ist von gestern, die Base. Die ist jetzt schon komplett zerlegt worden. No way. Wir waren doch gestern noch hier. Ist doch alles gegrieft worden jetzt noch gestern. Scheiße, Alter. Oh Mann, das tut mir echt leid. Ja, ja, ich erinnere mich. Das war das Fasshaus, das Fasshaus. Haben wir gestern noch gesehen, war alles noch clean. Jetzt mittlerweile alles kaputt, über Nacht. Schade, Mann. Schade, dass die Leute nicht gönnen, wirklich. Oettinger Allstars, RIP an der Stelle. Okay, Leute, ich gebe euch noch einmal, pass mal auf. World Border Add. Machen wir nochmal 100, machen wir nochmal 200. Komm, was soll's. 200 Blöcke wären World Border. So, let's go. Verteilt euch ein bisschen auf der Map, Mann. Achtung, Klippe, Gefahr. Oh, aber ganz schön lecker, der Hase. Der schmeckt aber gut, Leute. Das ist aber, da müssen wir auf jeden Fall, Neon Play, sag mal. Oh, wenn wir jetzt hier, das ist falsch, aber die haben ja auch eine schöne Base. Oder, gucken wir nochmal hier ganz kurz, auch schön, ne? Hat sich auch eine Base auf dem Berg gebaut. Nice one, auch noch nicht gegrieft worden. Schönes Haus hier, sehr schönes Haus. Oettinger aus am Bobbyard, Alter. Die haben ihre Base unten aufgegeben, hier direkt was Neues gebaut. Sehr, sehr stark, Alter. Stark, stark, stark. Okay, wir gehen mal ganz kurz zu Neon Place nochmal zurück. Denn, Leute, das muss ich natürlich mal ganz kurz awarden. Neon Place, schau mal hier, auch für dich. Einmal GZ Boost, einmal das hier, 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 einmal das hier. Sehr stark. Schönes Haus, Alter. Ihr seht, Leute, wer sowas Geiles baut, der hat auf jeden Fall auch Support zu erhalten. Das ist ganz klar. Ausrufezeichen Prime in den Chat, meine Freunde, bitte. Prime, Wieland, hau rein. Oh, Ausrufezeichen Prime und Wieland haut rein. Finde ich stark, Alter. Also es ist krass halt einfach, dass mein komplettes Ding halt abgebaut worden ist, ne? Okay, schauen wir nochmal ganz kurz bei Blockbomber vorbei, meine Freunde. Und dann muss ich auch losfatzen, weil meine Familie auf mich wartet. Ja, hier waren wir gerade ja schon. Ach, wisst ihr was, Leute? Komm, ihr habt sowas Schönes gebaut. Da bin ich mal nicht so, Alter. Hier gibt es für euch eine Choruspflanze, wer auch immer sie haben möchte. Ein Stack Enderkisten könnt ihr sicherlich auch gebrauchen. Schalker Boxen, von mir aus her damit, Alter. Und hier ein paar OP-Goldäpfel, bitteschön. So, jetzt teilt das auch miteinander. Ja, ihr wisst Bescheid. Gönnt euch rein. Also, Leute, ihr habt es, glaube ich, mitbekommen. Ich kann mir natürlich nie alles angucken, weil auch ein Großteil, ich schreibe immer, ist mega geil. Aber letztendlich ist es das nicht. Wir schauen nochmal ganz auf, was Don Balbano gemacht hat. Alter, bestimmt wieder kompletter Bullshit. Revi, komm, Game Mode 0, okay? Don Balbano, nein, ich komme nicht im Game Mode 0. What the f***? Melos Bordellraum. Gar nicht wissen, was hier passiert jetzt. Ich würde sagen, wir beenden das Video an der Stelle einfach. Das ist Team Bambus hier an der Stelle wieder. Ja, Leute, ich würde sagen, das war es auf jeden Fall von diesem wunderschönen Video. Wenn ihr Bock habt, dass wir sowas nochmal machen mit einer anderen Map, zum Beispiel mit einer riesigen Map aus New York oder sonst was, schreibt es mir gerne in die Kommentare, dann schauen wir mal ganz kurz, wie das sich in einer Woche entwickelt, was die Community daraus macht. Vielleicht kriegen wir es ja sogar mal hin, dass die Community in einer Woche was Produktives macht und nicht nur alles zerstört, Leute. Ich würde sagen, das war's davon und ich bin raus. Macht's gut, lasst einen Daumen nach oben da und habt noch einen schönen Tag. Wir sehen uns morgen wieder im Livestream. Haut rein, tschüss. We'll be right back.